Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap 3-1 ohne Gräben. Wir sehen gerade das letzte Feld an mit Raps. Ich habe hier Kompost drin, den ich eben schnell zum Getreidehandel bringen möchte und verkaufen möchte. Und wir verkaufen gerade Korn und Obstler bei Edeka. Daher rennt die Gelduhr nach oben. Ich habe mit 4 Millionen oder 4,7, ich habe 1,9 Millionen Euro eingenommen. Nur mit dem Verkauf von einem Trailer Obstler und Korn. Ach, so kann es weitergehen. Und wir können da noch Korn produzieren, bis wir tot umfallen, so ungefähr. Und das machen wir natürlich auch. Ich will jetzt hier nur eben den Kompost loswerden. Der kommt von einer Raffinerie, Schrägstrich, von einer Rapsmühle. Also von der Ölproduktion und Dieselproduktion. Und ja, das letzte Feld ist auch angesät, wie ich hier oben gerade sehe. Das wird mit Sicherheit wieder sehr ungenau gemacht worden sein. Das gefällt mir gerade noch nicht so gut. Da muss ich mich mit Cosplay nochmal genauer befassen. Aber vorher fahre ich eben los und verkaufe hier eben meinen Kompost. 6 Millionen Euro, das ist doch ein nettes Startkapital und da wird noch einiges zukommen. Also im Moment, wenn das so wirklich weitergeht, wenn ich mir überlege, wie viel Bier ich noch habe und wie viel Bier ich auch bis dahin noch produziere, bis ich umziehe auf die neue Map, und wie viel Korn ich bis dahin noch produziere, würde ich mal davon ausgehen, dass ich mit weit über 10 Millionen Euro umziehen werde. Was natürlich, ja, schönes Sümmchen ist. Ja, wo man natürlich dann schon was mit anfangen kann auf der neuen Map. Entweder neue Fahrzeuge noch dazu kaufen oder. Vielleicht kaufen wir hier auch noch was, glaube ich aber nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den jetzt komplett leer kriegen. Ich hatte vorhin das Problem, dass er meinte, er hätte Kompost drin. Hat aber 0% angezeigt, aber hat Kompost angezeigt im ersten Trailer. Aber eben, wie gesagt, 0%. Ich konnte ihn weder hier entladen auf so einer Verkaufsstelle, noch konnte ich ihn bei dieser Funktion hier abladen, wo man also ja überall abladen kann, noch konnte ich ihn da irgendwie leer machen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich ihn jetzt komplett leer kriege. Weil ich kann sonst nichts anderes laden. Ich kann dann nur Kompost laden. Jawohl, ganz leer. Sehr schön. So, was wir jetzt machen, wir gucken jetzt mal hier. Sagen wir mal, Abfahrer entlassen. Das Geld soll unglaublich. Es soll komplett gesät worden sein. Ich brauche nur hier nach unten gucken und sehe schon, hier ist es nicht gesät. Traurig, oder? So. Ich könnte wetten, dass die Ecken auch wieder katastrophal aussehen. Ja, ich weiß, es gibt irgendwie eine Funktion, dass man die Vorgewände scharf machen möchte und nicht weich. Das hier scheint wohl weich zu sein. Bloß diese Funktion, die finde ich so nicht mehr hier in den Einstellungen. Die hatte ich mal. Ich habe eine neue Version vom Cosplay installiert. Und da zeigt er mir das nicht mehr an. Da gibt es jetzt irgendwas mit Islands. Gibt es da als Einstellung. Wahrscheinlich ist das, aber ist jetzt auch erstmal egal. Das ist auf dieser Map das letzte Mal, dass wir irgendwas aussehen. Das nächste Mal wird es dann auf der Vierfach-Map passieren. Bis dahin ist aber ja auch noch etwas Zeit. Bis dahin gibt es dann schon wieder 35 neue Cosplay-Versionen. Daher ist es dann nicht ganz so schlimm. Also wenn ich es jetzt nicht weiß. Ja. Ich arbeite das eben jetzt hier manuell nach. Und dann wird das schon irgendwie was werden. Denke ich mal.
Voll, voll dagegen. Bin auch ein bisschen blind, ne? Ist aber auch nicht so einfach. Mit so einer großen Arbeitsbreite. So, komm. Ab zur anderen Seite vom Feld. Das ist mit Sicherheit auch noch Arbeit für uns. The sun is going down. Wie wir Franzosen zu sagen pflegen. Ah, das ist aber ja jetzt überschaubar, was hier ist. Mach ich mir jetzt keinen Kopf. Das ist doch schön, er macht da schön immer den Tank voll. Er hat hier ganz autark. Wollte mich um nichts kümmern. Das ist doch schön. So. Zusammenklappen. Drei packen, minus zwei packen sozusagen. Das ist der Führer sozusagen. Der sollte eigentlich dem da folgen. Okay, unglaublich. Auch alles gut. Und was wir jetzt zuerst machen, ist das Pflanzenwachstum einschalten. Normal. Speichern. Kann auch mal machen. So. Und dann. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier möglichst fehlerfrei mit allen Fahrzeugen zum Hof fahren. Wieso steht der Helfer I da noch? Naja, egal. Da muss ich den von Hand fahren. Ist dann so. Mache ich mir jetzt auch keinen großen Kopf. Ich fahre jetzt erstmal hier alles schön vom Hof. Pflanzen wachsen. Wird fleißig produziert. Das lassen wir alles immer so schön laufen. Da werde ich euch auch nicht beibehalten die ganze Zeit. Ah, Helfer I kommt auch noch. Ja, das ist doch schön. Klappt ja doch. Ich werde auch wahrscheinlich gleich mal einfach die Pflanzen ein bisschen wachsen lassen. Für sich. Um noch nachher genug Zeit zu haben, um die Sachen alle zu verkaufen. Dass ich da dann noch in die Bredouille komme, dass ich da keine Zeit mehr für habe.
Ich muss dieses Teil für den Big M, diese Anhängerkupplungsverlängerung, wie auch immer man das nennen will, muss ich noch verkaufen. Und Zapfwellenverlängerung. Na los. Gleich sind wir da. Schöne Kolonne. Erstmal waschen. Da müsst ihr jetzt mit durch. Hier vorne den Rübenernter, den Rübenruder, das Schneidwerk, Rübenschneidwerk, Schlagwerk, keine Ahnung. Bin sauber machen. Wie gesagt, das brauche ich auf dieser Map nicht mehr. Das wird erst auf der nächsten Map gebraucht. Dann hier maschinenbau.com. Ja, kann ich jetzt verkaufen wie neu, wa? So. Ja. Leer. Sauber noch nicht. Naja, sauber noch nicht. Aber fast. Komisch, ne? Was für dieses Frontgewicht brauche ich länger zum Saubermachen als für so einen ganzen Trecker. Ist auch seltsam. Muss ja auch nicht klinisch rein sein. Aber es sollte auch nicht so verdreckt sein wie hier dieser Anhänger. Ja auch keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Auch wenn ich den noch brauche, hier jetzt auf der Map, heißt das ja nicht, dass ich ihn dreckig zurücklassen muss. Kann man ja zwischendurch dann also später auch nochmal waschen. Komm, sauber machen. Jetzt den Holmer selber. Sehr schön. Hinten komme ich wahrscheinlich nicht hin. Der Schlauch nicht lang. Das ist schon richtig. Ah, was ich jetzt mal machen könnte, bevor ich da nachher wieder Probleme kriege. Ich könnte jetzt mal hier durch meinen Wald mein Büro gehen und das Farming-Tablet aufladen. Ist geladen. Ja, das ist schön. Ich will es jetzt gar nicht dabei haben. Interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Was mich jetzt viel mehr interessiert ist, eben hier hinzugehen. Ihm eben zu sagen, du fährst nicht mehr hinterher. Ihm hier dann zu sagen, du fährst jetzt mal dein Schneidwerk. Hier unten rein. Und dann habe ich einfach so dreckig da abgelegt. Das ist dann die Möglichkeit. Ja, es ist die Möglichkeit.
Gibt es ja gar nicht. So, zweiten Holmer wegpacken. Eigentlich einen Lichtschalter drin? Hier gibt es keine. Egal. Den hier wegfahren. Ich habe auch noch einen Grubber beim Händler stehen. Den habe ich mir natürlich gekauft, bevor ich das Horsepack gekriegt habe. Vielleicht sollte ich den einfach gleich wieder verkaufen, wenn ich gerade dabei bin. Ups. Ich weiß gar nicht, wofür ich mir den gekauft habe. Ich war irgendwann mal der Meinung, ich müsste unbedingt einen Grubber haben. Und, muss ich aber ja gar nicht. So, klar ist es schön, einen Grubber zu haben. Also ich habe ja auch einen Grubber. Das ist ja nicht. Wäre hier eine Landwirtschaft ohne Grubber. Ja gar nicht. Och Mann, ey. Scheiß, ey, so ein Pipi-Kram hier. Geht doch. Also, als ob ich noch nie einen Anhänger eingeparkt hätte, ey. Geht gar nicht. Ja, das soll es gewesen sein für diese Folge. Schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr zugeguckt habt. Hinterlasst mir einen Kommentar oder ein Like. Abonniert mich, das würde mich ganz doll freuen. Noch mehr freuen würde es mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich Ciao!